Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich meine Aquarien, die ich schon vor längerem außer Betrieb gesetzt habe, hier mir vorgenommen, jetzt wieder mit Wasser zu befüllen, zu putzen und Fische hereinzusetzen. Also bleibt dran, es wird sicher spannend, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was ich schon für Vorbereitungen getroffen habe, was ich tun werde. Und dann werde ich euch noch zeigen, wie die fertigen Aquarien dann eventuell aussehen könnten. Wie ihr seht, habe ich hier durchaus schon die eine oder andere Verkrustung festgestellt. Ich habe in einem anderen Video ja schon mal gezeigt, was passiert, wenn das Aquarium austrocknet. Und hier seht ihr jetzt nochmal, dass ich hauptsächlich die Rückstände des Wassers, die Minerale wie Kalk oder auch Natrium, Chlorid, was in jedem Wasser in geringen Mengen vorhanden ist, auch sich hier an der Scheibe absetzen kann. Das gleiche, was ihr kennt von eurer Dusche oder auch im Badezimmer, wenn eure Fliesen verkalken. Aber der erste Schritt würde sein, hier mit dem richtigen Putzmittel. Es darf auf keinen Fall zu ätzend oder zu chemisch sein, damit es die Dichtungsgummis nicht auflöst oder angreift. Und wenn das erledigt ist, habe ich hier auch schon meinen passenden Zierkies vorbereitet, den ihr vielleicht auch schon in den anderen Aquarien seht. Beim Zierkies muss man natürlich darauf achten, dass man nämlich den Kies eventuell vorher ausspült, damit, wenn man das Wasser dann hereinfüllt, keine Eintrübungen hat, denn der Kies enthält meistens auch winzige Mengen Sand, was von anderen Kieselsteinen abgeschliffene Partikel sind. Und die können dann eben halt so milchiges Wasser im Aquarium verursachen. Und um dem entgegenzuwirken, werde ich den Kies natürlich spülen, bevor ich ihn einsetze. Und das gleiche gilt natürlich für den oberen sowie auch für den unteren. Das untere Aquarium, hier sieht man auch schon einige Wischspuren eventuell. Und hier ist wahrscheinlich auch schon die gute alte Lampe drin, die ich dann oben installieren werde. Noch werde ich es nicht öffnen, aber ich denke, ohne Licht ist ein Aquarium meistens noch nicht besonders geeignet, um Fische darin zu beherbergen oder Pflanzen. Auch Pflanzen brauchen Licht, um zu wachsen. Wir können sehen, hier hinten dran ist sogar schon, es sind schon drei Leisten mit Beleuchtung, welche genau für diesen Zweck hier geeignet sind. Ich nehme an, das erklärt, warum dieser Karton hier leer ist. Aber auf jeden Fall waren diese Lampen dort drin und dienen mir jetzt dann als Beleuchtung für meine Aquarien. Und ich würde sagen, die Tipps, wie man es dann putzt, die könnt ihr auch noch mal in einem anderen Video von mir sehen. Den einen oder anderen habe ich auch schon gegeben. Der Klassiker mit dem Schwamm ist nie verkehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann hier spätestens wieder, wenn meine Aquarien blitzen und blinken, damit wir im zweiten Schritt dann den Kies einfüllen, nachdem wir ihn gespült haben. Dann das Wasser hereingießen und zu guter Letzt die Fische und Pflanzen hinzugeben. Und weil ihr natürlich bestimmt schon ganz gespannt seid, wie das am Ende aussehen wird, können wir direkt hier nebendran schon sehen, das ist ungefähr das Ergebnis, was wir erzielen möchten. Allerdings ist euch vielleicht aufgefallen, dass hier alles diesen lilanen Schimmer hat, welchen wir unten bei dem Aquarium im Vergleich nämlich nicht haben. Und wie ihr sehen könnt, dass die identischen Leuchten, die ich auch auf der anderen Seite habe, die durch weißes und blaues Licht perfekt geeignet sind, um die Wasserpflanzen wie meine Muschelblumen zu beleuchten, aber auch durchzudrängen bis in die Tiefen, sodass auch hier einige Pflanzen und Lebewesen gedeihen können. Hier in diesem Aquarium habe ich ja sogar einen Rückenpanzerwels angesiedelt und meine Schnecken. Ihr könnt euch auch mal ein Video anschauen, wo ich eine dieser Schnecken umgesiedelt habe in mein Shrimp-Aquarium. Die Bläschenschnecken, wobei das hier eine Posthornschnecke sein dürfte, anhand der Form, wie man sie erkennt. Aber Schnecken bilden sich immer dort, wo Algen und Pflanzenreste sind. Beziehungsweise sie bilden sich nicht direkt, sondern sie werden als Larven bzw. Jungtiere in das Aquarium eingesiedelt mittels verschiedener Pflanzen oder was ihr euch in der Fachhandlung so anschafft. Und dann kann es halt sein, dass ihr innerhalb kürzester Zeit eine Menge Schnecken habt. Wenn ihr natürlich so sterile Pflanzen habt, dann habt ihr vielleicht auch keine Schneckeneier oder Jünglinge in euren Pflanzen. Dann könnt ihr euch auch in der Zoohandlung oder im Fachhandel solche Schnecken besorgen für schmales Geld und die können sich auch selbstständig vermehren, sodass ihr, wie ihr es vielleicht auch schon gesehen habt, so eine ganze Wand voller Schnecken bilden. Und man muss aufpassen mit den Planarien, die kann man hier auch sehen. Dagegen würde ich gerne mal etwas unternehmen. Ich habe auch schon ein paar hilfreiche Tipps von euch in den Kommentaren gelesen. Danke dafür. Schreibt mir doch nochmal genau, was ich tun kann. Und ich werde dann zusehen, dass ich es tun werde. Hier unten müsste jetzt auch ein Riesenkrebs drin sein. Allerdings als Jungkrebs. Das heißt, der ist noch nicht so zu erkennen, wie er vielleicht in Zukunft sein wird. Man wird es sehen. Da sie durch ihre Tarnfarben auch gut getarnt sind, könnten sie überall in diesem tiefen Aquarium sein. Aber wie erwähnt, ist es auch ein Vorteil für meine
Krebse oder auch für die Welse, dass sie nicht direkt entdeckt werden, um möglichen Feinden, die sie fressen wollen, zum Opfer zu fallen. Und dem kann man vorbeugen durch die natürliche Tarnung. Beziehungsweise es haben wohl nur die überlebt, die entsprechende Farben hatten und die anderen wurden wohl von der Natur auf die gute altmodische Art gefressen, bis nur noch braune und getarnte Tiere übrig waren. Wenn wir noch mal einen Blick nach hier oben werfen, können wir doch auch sehen, was mein Krebs hier macht. Vielleicht erkennt man ihn an der Rückwand, wenn man nah genug an die Scheibe herangeht, wie er sich hier. Man kann ihn schon erkennen, aber es ist auch offensichtlich erkennbar, dass die Farben doch sehr tarnartig sind, damit man hier keine Probleme mit seinen Fressfeinden kriegt. Hier habe ich drei Krebse in diesem Aquarium, die sich meistens aus dem Weg gehen. Das ein oder andere Mal ist es schon vorgekommen, dass sie sich angegriffen haben, aber meistens gibt sich dann einer geschlagen und zieht in die andere Richtung des Aquariums. Denn diese Aquarien hier sind durch ihr Volumen durchaus besser dafür geeignet, beispielsweise Krebse oder andere Reviertiere zu halten, denn jedes Reviertier braucht sein Revier. Und wenn das Aquarium zu klein ist, dann kommen sie sich halt in die Haare und fressen oder töten sich gegenseitig. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und ich denke, sollte jetzt erstmal einen Überblick darüber erhalten, wie meine Aquarien dann aussehen könnten, wenn ich sie erst einmal besiedelt habe. Also bin ich mir sicher, es wird spannend. Abonnieren lohnt sich, wenn wir im nächsten Video sehen werden, wie meine Aquarien geputzt aussehen. Hier können wir sehen, wie ein Krebs sich an einer Muschelblume zu schaffen macht, die er sich geangelt hat. Ihr seht, wie er sie in seinen Händen hält und nun langsam aber sicher verspeist. Diese Blumen dienen nämlich offenbar auch als Nahrung für Krebse. Ich kann an dieser Stelle nochmal ergänzend erwähnen, dass ihr vielleicht in meinem anderen Video über Krebse schon gehört habt, was sie beispielsweise fressen, wie modriges Holz, kleinere Artgenossen oder auch generell Restabfälle im Wasser, wenn man das so nennen darf. Oder auch diese Muschelblume hier ist ein gefundenes Fressen. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video verabschieden. Falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt mir jetzt auch auf meiner Facebook-Seite einen Daumen nach oben dalassen und mir Nachrichten schreiben. Also würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort in Zukunft mal begrüßen dürfte. Ansonsten würde ich mich auch auf YouTube freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr Tipps habt, was ich tun kann, um mein Aquarium wieder blitzend sauber zu kriegen. Ansonsten werdet ihr im nächsten Video erfahren, was ich getan habe. Und damit würde ich sagen, wenn ihr mich schon abonniert habt, dann werdet ihr es vielleicht nicht verpassen, aber um sicher zu gehen, würde ich euch empfehlen, nicht zu vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.